durchfahren. Es ist gleich wohin. Und wir wollen das auch nicht anders. Wie kann eine fünfköpfige Familie in so einem kleinen Wohnraum leben? Ist das nicht ein Komfort-Einbuss? Wie ein Komfort-Einbuss? Weniger ein Komfort? Ja, wenn man zum Beispiel in einem Haus wohnt, hat man einen Keller, man kann Sachen verstauen, man hat eine Wäschküche. Das haben wir alles nicht auf der Reise. Nein, aber ich würde sagen, das ist etwas, was uns nicht stört. Weil bis jetzt haben wir unser Zeug immer gleich können machen. Und einfach für uns ist der Wohnwagen alles. Und wir wollen auch nie, sagen wir, in eine Wohnung, weil es mehr Platz hat. Denn wir haben genug Platz im Wohnwagen. Es ist so, meine Eltern, meine Grosseltern sind im Scharottl aufgewachsen. Und das ist einfach in unserem Blut, dass wir in einem Wohnwagen leben. Weil ich könnte nicht in einem Block hineinleben, oder? Weil da ist man irgendwie eingezwängt mit Obermietern, Nebenmietern. Und es ist einfach nicht das Gleiche. Uns ist es im Blut, im Scharottl zu sein und auch zu fahren, wenn wir wollen, oder? Dann können wir den ganzen Sommer auf die Reise. Wenn es schön Wetter ist, zieht uns sowieso das vor. Wir können machen mit dem Wagen, was ich will. Ich bin ein freier Mensch. Ein richtiger Fahrender. Zu dem gehört der Wohnwagen. Sonst wäre es das Gleiche wie ein Indianer ohne Tipi. Das wäre ein artiger Indianer. Für uns ist das einfach unsere Kultur und unser Leben. Wir kennen das gar nicht anders. Ich will einfach Chef über mich selber sein. Ich kann arbeiten, wenn ich will. Wenn ich nicht will, muss ich nicht gehen. Ich kann mich nie mehr kündigen. Obwohl wir ja auch Alltag arbeiten müssen, für unsere Kinder aufzuziehen und unser Zeug zahlen. Und das ist eben auch etwas, was die Ansässigen meinen, die Fahrenden zahlen. Die keine Steuern, keine HV, keine Krankenkasse, nichts. Sie meinen einfach, wir können von der Hand ins Maul leben. Platz, das ist das grosse Problem von jedem Reisenden, vom fahrenden Volk. Oder? Wir haben keinen Platz, wo wir arbeiten können. Wir sollten jeder Gemeinde einen Platz haben, wo wir am wenigstens 10 Tage sein könnten. Aber das gibt es nicht. Da kommt man an, manchmal muss man am gleichen Tag wieder weiter. Und wir zahlen doch potent teuer und alles, aber das nützt alles nicht. Und wie gesagt, wenn wir einen Platz haben, auch nicht ein Camping. Camping kann man ja nicht gehen. Dort lohnt es uns nicht, weil wir arbeiten. Oder ich hausiere, der Mann macht Möbel.
Und wenn man arbeitet, wollen sie einem nicht. Das ist nur für Ferienleute. Campingplätze. Dann kann man wieder ausziehen. Wir lassen einem nicht, auch wenn man zahlt. Das ist für alle Fahrenden ist das Gleiche. Wir sind Schweizer Bürger, oder zahlen unsere Sachen, die Steuern, alles. Wir haben wie jeder andere Schweizer Bürger, aber dazu gehören wir wahrscheinlich nicht. Wir als Zigeuner schätzen sie uns nicht als Schweizer Bürger. Also meine Mama muss auch Alltag arbeiten und ich gehe auch. Ich gehe am liebsten mit dem Vater von Peter, mit dem Stefan Bader. Wer läutet? Hallo, grüß dich mal, Frau. Ich wollte schauen, ob Sie auch etwas haben zum Schleifen. Ja, wir müssen schauen. Ich habe auch nicht lange Zeit. Ich bin am Kochen. Ja, ja. Nur Geduld. Das ist sogar ein Markenschere. Ja, das ist ein Markenschere. Ja, ja. Die würden wir reuen, wenn sie nicht mehr hätte. Ja, ich ja, ja. Ich mache es. Ja, ja. Bringen Sie ihn gerade wieder. Ja, ja. Dann ich lebe von dem. Ja, ja, natürlich. Ich kann die nicht auskochen, gell? Ja, ja, nein. Das ist einfach ein Quentin, die sich selber. Ja. Hey? Das ist ein Brandy, glaube ich, mit Stefan Bader. Du bist der Vater von Peter. Du bist ein Jänischer und dich hat Pointouten aus der Schule weggeholt. Wie ist das gegangen? Frage ich mich auch. Welcher Sinn kommt, haben mich verachtet. Also respektiv. Meine Geschwister, die alle. Wir sind 14 Geschwister, 9 Brüder und 5 Schwestern. Mit denen habe ich überhaupt noch keinen Kontakt und nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wo sie überhaupt alle sind. In Basel hast du gesehen, habe ich das Freilich gefunden, meine Schwestern. Ja. Eine ist Freiburg, eine ist Trinach. Aber die wollen nichts mehr wissen von uns. Die haben sie ja so verdorben und Abweisung gemacht. Sie wollen nicht mehr zu tun haben mit uns. Ja, das habe ich gesagt, dass sie halt bleiben, wo sie ist. Ja, ja. Geh nicht auf die Knie. Nein, das ist ja nicht. Ist er eine grande Gruppe in dir geschuldet? Aber in dieser Zeit als Kind hast du das nicht gefunden, oder? Wo die Wahrheit eigentlich liegt? Später ist das erst eigentlich rausgekommen, dass das eine staatliche Sache war, oder? Dass man uns, das fahrende Volk in der Schweiz, wollte ausrotten, deutsch gesagt. Wahrscheinlich hat sich das Schweizer Volk geschämt an uns, oder? Ich kann es nicht anders erklären. Dass das so weit gekommen ist, dass man aus den 30er Jahren bis Ende 70er Jahre von uns fahrenden Kinder weggenommen hat. Man hat sie den Bauern gegeben, man hat sie in die Fabriken geschickt. Aber die Älteren, auch die Kinder später, die von diesem Regime wieder weggekommen sind, haben nie Franken gesehen. Wo sind die Gelder? Die Leute warten doch auf das. Irgendwie sollte doch das wieder eine Entschädigung geben für das ganze Unrecht. Ich würde sagen, Unrecht passiert ist. Gut machen kann man das nicht. Aber man könnte einmal aufhören damit.
in den Jänischen tun ja die Senioren auch mit den Jungen zusammenleben. Ist das gang und gäbe? Ja, ja. Das ist immer gegangen. Und schön gewesen. Das heisst, die Familie hält bei den Jänischen immer zusammen? Ja, ja. Und auch wenn die anderen Jänischen kommen zu einem, wenn sie arm dran sind oder sonst, man tut einander helfen. Man sagt nicht, ja, die gehen uns nichts an. Wir schauen gleich, dass jeder sein Unterhalt hat. Und dass es geht. Würdet ihr mal ins Altersheim gehen? Was? In ein... Würdet ihr mal in ein Altersheim gehen? Nein, nie. Nie. Solange ich lebe. Für das habe ich Kinder. Ja, noch zwei Töchter, gell? Aber die sind geheiratet, haben Kinder. Aber der ist noch ledig. Ich bleibe immer bei ihm. Wenn er einmal eine Frau nimmt, ja, dann bin ich alt genug. Ja, für mich ist das Normalste auf der Welt, dass meine Mama bei mir ist. Oder? Als ich klein war, bin ich von ihr abhängig. Und heute ist sie für mich wieder klein. Ist sie also von mir abhängig. Das ist das Normalste, dass ich zu meiner Mama schaue. Bis sie einmal ein Wägel in die Augen zumacht. Bis auch unser Papa konnte. Bis auf die letzte Stunde daheim im Wohnwagen. Das finde ich das Normalste der Welt. Also für uns waren das Volk Zigeuner, alle von ganz Europa, ist das eine grosse Bedeutung. Nach Sainte-Marie-de-la-Mer zu gehen, am 24. Mai, ist dort eine grosse Prozession mit der Sainte-Sara. Das ist unsere Schutzpatronin. Wir kommen jedes Jahr, für dass wir Glück haben, die Gesundheit. Und einfach, wenn wir da sind, sind wir alle Brüder und Schwestern, alle Reisenden. Das ist eine Familie.
heilige Sarah, das war eine Reisende und das ist eben für das fahrende Volk. Man sieht ja, sie ist ja schwarz, oder? Die anderen zwei Heiligen sind hell und sie ist dunkelhütig. Das war eine Verarmte. Und die hat die zwei Heiligen, die auf dem Schiff waren, gerettet. Sie sind hier mit dem Schiff angekommen, sind halb tot. Und die hat sie gerettet und nachher haben sie sie aufgenommen. Dann ist sie auch heilig geworden, oder? Mit die Saint Sarah ist einfach etwas Spezielles für das fahrende Volk. Das ist etwas Wichtiges für unsere Religion und es bringt uns Glück, oder, für das ganze Jahr. Und Verwandtschaft haben wir viel, die kommen. Und einfach viele Freunde, oder, von den Fahrenden von Frankreich. Was bedeutet für dich die Wallfahrt? Ja, ganz etwas Grosses. Das bringt Glück im Leben. Eine solche Wallfahrt. Die haben wir nur einmal im Jahr. Das ist im Sainte-Marie. Winterzeit, ist das für euch die Ruhezeit? Nein, das ist nie Ruhezeit. Das ist für mich wie im Sommer. Ich muss auch im Winter arbeiten. Ja, auch im Winter, wenn ich Kinder in die Schule bringen muss. Ich stehe am Morgen auf, die Kinder in die Schule bringen und dann muss ich auch arbeiten, wie andere Tage auch. Wie steht das mit der schulischen Leistung mit den Boys? Ja, sie gehen ja nur im Winter in die Schule. Jetzt der Elias und der Silas gehen zusammen in die gleiche Klasse, die zwei Klasse.
Und sie kommen sonst gut noch. Was ich einfach will, dass sie lesen, schreiben und rechnen können. Mehr brauchen wir Fahrenden nicht, dass wir einfach durchs Leben durchkommen. Mehr brauchen wir nicht. Also der erste geht jetzt in die zweite. Und die sind auch in die zweite, weil man muss die Schule noch mal wiederholen. Bei uns gibt es keine Töchter oder Anwälte und Zeug. Wie siehst du die Zukunft für deine Buben? Werden die auch mal Messerschleifer, Schereschleifer? Ja, also so wie ich es heute anschaue, glaube ich auch, dass die auch das Interesse haben, den Beruf, den ich mache. Weil meistens, was der Vater macht, von den Fahrenden machen, dann ein Kind hinterher noch auch. So, dass das Kind den Beruf ausüben von den Eltern, das ist nicht mehr wieder normal bei uns Fahrenden. Sonst gibt es schon auch Lehrer, die aussteigen und vielleicht einen Beruf lehren, nur das ist selten. Meistens tun Kinder der Fahrenden hausieren, Schere und Messer schleifen und handeln mit Möbeln und so. Aber die Zeit ändert sich doch. Lass mal die Werbung. Der Riesenhit ist jetzt da. Immer scharf geschliffen. Unsere Allzweckschere schleift sich von selbst. Bei jedem Herausziehen und jedem Versorgen der Schere aus der Schutzhülle mit dem eingebauten Scherenschleifer werden die Scherenblätter scharf geschliffen. Eine revolutionäre Entwicklung der Wiltshire Steel Company. Für nur 19,80 Franken haben Sie Ihren eigenen Scherenschleifer im Haus. Was denkst du zu diesem Fortschritt? Was ich denke von dem? Das ist das, was uns das Geschäft kaputt macht. Durch das können wir auch... Wenn wir an die Häuser rennen, können wir sagen, sie kaufen das, das selber schleifen sie. Und das ist auch nicht das, das Wahre, was sie hier erzählen, dass das super geschliffen sei. Ça, c'est le zouzou, là. Okay, uh-huh. Il est bien là-dessus, là. Là. On était en Turquie. Ouais, c'est pas mal. Eric. Photo de son mariage? Mm-hmm. Avec le bébé, déjà. On est un peu en retard. Oui. Mm. Look. Da ist der Bau vom Emmental, da, siehst du? Ja, sie steht. Halt zwei Tage wegen des Buffet machen, ist mir nicht ein Kiesbaum, hat er mir gezeigt. Ja, ich hatte einen. Und ich in dem Haus ist die Waldsage geholt und hat einen Gag abgesagt und einen schönen, zunden Baum. Dann ist die Mutter rausgekommen, dann hat sie angefangen zu mein Kiesbaum, man war schon auf dem Lastwagen gewesen. Dann konnte ich ein Buffet machen auf dem Kiesbaum, hat es ein Buffet gegeben. Ja, das ist schon lang. Das ist in den 50er Jahren. Ist das gewesen? Ja, ich glaube im 51 oder 52. 52? Ja, das ist der Kreisler, Royal. Ja. Wo haben wir gehabt. Dort haben wir noch St. Gallen umgekehrt. Ja, dort bin ich etwa 20 gewesen. Ja, 19, 20. Ja, dort sind wir noch jung und schön. Jetzt sind wir nur noch schön. Kannst du es sagen? Eventuten-Mitarbeiter kommen mit den Männern und Frauen von den Fahrenden dann in Kontakt, wenn es darum geht, den Kindern von den Fahrenden zu helfen. Wenn man die Fahrenden so sieht in ihren Hütten und Wohnwagen, dann mutet einem das natürlich recht romantisch an. Aber hinter der Romantik verstecken sich sehr oft sehr grosse menschliche Tragödien. Menschliche Tragödien von den Kindern, Tragödien, die sich auch natürlich in Mietwohnungen können abwickeln und auch in Luxusvillen.
Tragödie von Kindern, die in Familien aufwachsen, wo Vater und Mutter schwerste Alkoholiker sind, die sich Tag für Tag streiten, streiten auch mit den Kindern. Kinder, die aufwachsen in Familien, wo die Eltern umziehen, umvagabondieren, die Kinder mitnehmen zu kleinen und grösseren Gaunereien. Oder Kinder, die aufwachsen in Familien, wo die Mutter ja, das Kind also ich finde das unerhört, was der Doktor sagt. Ich finde, dass unter den Jänischen genauso gute Leute hat wie bei allen Muttern auch. Unter den Bürgerlichen. Ich möchte euch nur einmal kurz erzählen von meinem Leben. Am 13. Oktober 23 bin ich geboren. Ich war die älteste von 4 Kindern. Mein Vater war Rosshändler und er ist jeweils mit der Mutter auf Reisen gegangen. Und dann hat die Mutter uns zu Josefsheim zu Dietikon untergebracht und am Abend wiedergeholt.